Willkommen zurück zu Return to Mysterious Islands 2. Ja, ich habe zuletzt wieder mal den Tipp vom lieben Countryman bekommen, der ja mal so schön fleißig mitmacht. Das würde ich mir von all meinen Zuschauern eigentlich wünschen, dass sie hier so toll mitdenken und mit Tipps geben. Vor allem ist es immer so klasse, wenn das aktuell passiert, dann kann man da auch was machen. Aber ich nehme ja das Spiel auch immer aus dem Grund nicht unbedingt immer so am Stück auf. Jedenfalls, genau, ist es eine gute Idee, vielleicht aus der weißen Farbe blau zu machen. Mit dieser emaillierten Vase ging das ja nicht. Vielleicht mit den blauen Früchten, das wäre ja klasse, aber es geht leider nicht. Aber vielleicht ist der Denkansatz nicht schlecht, denn das Problem ist ja immer noch, dass ich nicht kapiere, wie wir den Ofen hinten weiß machen können. Und es stimmt, der sieht auch schon recht weiß aus, aber... Wenn das die Aufgabe ist, dann, kann man das. So, dann wollte ich die Vase aber nochmal zu einem Wassernapf bringen. Und zwar zu einem sauberen Wasser. Haben wir hier sauberes Wasser? War das nicht schmutzig? Ja, das ist verschmutzt. Geht das da rein? Wasser ist verschmutzt. Wir suchen sauberes Wasser für diese Vase. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal vor, aber wieder vergessen, dass ich das machen wollte. Dann gehen wir doch einfach mal hier rüber. Ich weiß, dass es ja hier immer Wasser gibt. Und das mit der Schlange ist ein bisschen komisch, aber das ignorieren wir einfach mal lustig. Und packe ich die da rein. Jetzt haben wir... Einfach nur eine Vase mit Wasser oder hat sich da irgendwas gelöst? Um Jep oder Mina trinken zu lassen, musst du ihr Bild anklicken. Wenn du Jep waschen möchtest, benötigst du einen Schwamm oder ein sauberes Tuch. Wenn du den Wasserbehälter für etwas anderes verwenden möchtest, klicke auf die Schaltfläche Auseinanderbauen. Ist das Wasser wieder weg? Wo ist es jetzt hin? Einfach irgendwo? Aber wir können ja tatsächlich mal ein bisschen so Wasser auch holen. Das ist ja oftmals nötig. So etwas habe ich schon. So etwas habe ich schon. Du nimmst dir noch mehr Wasser mit, gefälligst. Ja gut, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. So, gut. Was, aber dass die blau ist, das irritiert mich so. So etwas habe ich schon. Also es ist einfach nur eine Vase mit Wasser. Ich dachte, es löst sich vielleicht dadurch die Farbe oder so. Ärgerlich. Wie komme ich da denn mal ran? Flasche. Ist eine Flasche irgendwie besser jetzt als eine Vase? Was können wir mit der Flasche machen? Ich weiß es nicht. Ich will die blaue Farbe hinkriegen, damit wir dem Affen das geben können. Was hatten wir hier? Gelöschten Kalk. Okay. Stand denn hier irgendwas mit Farben? Habe ich da vielleicht irgendwas mit Farben vielleicht auch gar nicht gelesen? Und... Vielleicht kriegt man ja Tipps zu den Farben. Ja, das sind die Herren. Schreibutensilien für die Gemeinschaft besorgen. Papier wurde aus Ahrenbaumrinde hergestellt. Tinte wurde aus in Alkohol aufgelösten Mineralpigmenten hergestellt. Aha. Glas für Flaschenfenster für unser Granithaus herstellen. Ja, das haben wir schon gemacht. Kuchen, genau. Bin ich nicht weitergekommen. Nivelliergerät hatten wir auch. Entschuldigung, ich musste eben meine Katze anbrüllen. Die macht manchmal Blödsinn. Herausfinden, ob es sich bei dem seltsamen Gesicht auf der Klippe, die das Sägewerk überragt, meine natürliche Gesteins... Und das ist bestimmt dieses komische Ding da oben. Brennofen weißmalen. Wenn hier steht, dass sie es geschafft haben... Ja. Hydraulischer Lift, der die Muscheln vom Strand zur Kalkverarbeitung transportiert und repariert. Entsteht durch das Wasser. Vielleicht müssen wir da noch was machen. Ja gut. Dann weiß ich auch nicht. Dann war die nächste Idee, zum Wasser zu gehen. Und nein... Nein, nicht das Wasser, das andere, die andere Stelle. Hier. Und da einfach mal zu probieren, ob wir mit unserem Haken, hier unserem Rohr, wo ist es denn?
Haben wir das gar nicht mehr? Doch, hier, Starrohr. Vielleicht müssen wir das umbauen. Sie klemmt. Genau. Und hier gehörst du aber auch nicht. Etwas fehlt. Gut, wir gehen mal nochmal nach oben und ich werde das jetzt nochmal umbauen. Der Jepp muss dann eben mal hier bleiben. Das ist dann halt mal so. Mein Gott. So, nur der Jepp. Schafft er ja wohl mal alleine. Hier ist ein Affe. So. Wo konnte ich das machen? Hier. So, dann modeln wir das jetzt nochmal um. Denn es ist ja eine. Das Metall ist zu hart. In diesem Zustand kann ich es nicht Ach so, bearbeiten. natürlich. So. Jetzt aber. So. Packst du das da hin? Nimmst du den Hammer? Und genau, und so lassen wir das jetzt mal. Weil. Na? Abgeflachtes Rohr. Das ist nämlich jetzt was anderes als vorher. Das habe ich das letzte Mal auch gesehen, aber auf die Idee gekommen, dass wir damit vielleicht die Klappe öffnen könnten. Darauf bin ich nicht gekommen. Und das versuchen wir jetzt mal und gucken mal, ob das klappt. Das wäre natürlich super, wenn das klappt, weil ich will ja schon so lange wissen, was da drin ist. Nee, noch ein weiter und dann hier rüber. Ja, hast brav hast du gewartet, ne? Oh, das geht nicht. Oh, ich glaub's nicht. Oh, das ist so ärgerlich. Ich habe mich jetzt schon so quasi richtig gefreut, dass das geht. Vielleicht war es aber auch noch nicht lange genug bearbeitet oder so. Kann ja auch sein. Oh, i. Was habe ich denn eingesammelt? Ich kann hier krabbeln. Ich kann die einsammeln? Das ist ja widerlich. Wieso kann ich denn die Krabbelfiecher hier einsammeln? Ich glaub's nicht. Ich habe immer noch das Rohr an der Hand. Kann ich damit irgendwas machen? Okay, gut, wir gehen mal raus. Taucherausrüstung hast du immer noch nicht. Was? Ich habe jetzt die. Ich habe Krebse eingesammelt. Kleine Krebse und die sehen auch noch so ekelig aus. Können wir die schmoren? Lecker? Schmori? Hier willst du so einen Krebs? Ja, ein lecker Krebs. Wir können ihm ja auch mal was geben. Und nicht nur mal er uns. Nee, mag er nicht. Nee. So. Darf ich dann mal wieder? Danke. Okay, ich habe einen Krebs gefangen und es hat leider mit dem Rohr nicht geklappt. Das ist echt ein bisschen ärgerlich und ich weiß auch nicht, warum es nicht geklappt hat. Können wir denen helfen mit dem Rohr? Nee, glaube ich auch nicht. Was ist mit der. Warum ist denn jetzt hier auch eine Schlange? Armer Kerl. Warum ist denn jetzt hier auch eine Schlange? Können wir den Krebse geben? Jetzt, wo wir sie haben? Was anderes? Ameisen? Was? Warum drehen die sich so im Kreis? Armer Kerl. Ja, aber warum drehen die sich denn hier alle so im Kreis, die Schlangen? Was ist denn mit denen los? Guck mal, die beißen sich selber in den Schwanz. Wie doof sind die denn? Da müssen wir doch was tun können. Das gibt's doch gar nicht. Ach, das regt mich schon wieder auf hier. Ich komme aber auch auf keine gute Idee. Vielleicht muss sie was bauen. Angel bauen. Machen wir mal eben. Ich sollte einen Schwimmer an der Schnur befestigen, bevor ich den Köder festmache. Klar. Leere Armer Kokosnussschale. Kerl. Leere Kokosnussschale, nimm die doch. Nein. So, die da reinschlüpfen lassen. Hier haben wir noch unser Schilf. Ich weiß nicht, was da. Ich weiß es nicht. Hier, Stock. 3 Fuß lang. Reicht doch. 6 Fuß? Auch nicht. Was wollt ihr denn dann? Das Dingensgerät haben wir hier auch noch gar nicht benutzt gehabt. Fällt mir gerade auf. Kannst du das nicht einfach mal hier benutzen? Warum benutzt sie das nicht? Keine Ahnung. Okay. Gut, dann ist da auch eine Schlange. Das ist total komisch irgendwie, aber gut. Ja. bin überfragt, leicht.
wie ich jetzt die blaue Farbe hinkriege, weil die toten Vögel hier sind auch noch da. Ach, der Jepp, der wartet ja noch da hinten, ne? Haben wir den gar nicht mitgenommen jetzt, ne? Das geht ja nicht. Müssen wir ja mitnehmen. Ach, Jepp, jetzt muss ich nur wegen dir zurückgehen. Ja, komm. Komm jetzt. Ja, ich hab dich fast vergessen, Jepp. Entschuldigung, musste gehen. Ist ja auch so spannend hier, mein Gott. Zum Wasser zurückgehen würde jetzt gerade keinen Sinn machen. Zu denen zurückgehen eigentlich auch nicht. Wir können eigentlich nur wieder hier zurück. Wobei, war da nicht irgendwas, was nicht zermalmt werden konnte, weil starke Zähne blub. Wenn sie durchbohrt werden, kann man aus ihnen hübschen Schmuck herstellen. Ach echt? Können wir da jetzt... Wenn wir das so ein bisschen... Ah, jetzt haben wir da Löcher reingemacht. Können uns eine Kette machen. Echt jetzt? Oh, ich habe eine Kette gebastelt. Oh, voll schön. Mina. Oh, Mina. Und sie hat... Oh, lalalu. Und sie kriegt direkt hier mega... Kriegst auch noch eine hübsche lila Blume dran. Mina. Mensch. Große Fronias und nur Inselkirsche bekannt, das hat süßes und dabei leicht säuerliches blaues Fruchtfleisch und Geschmack erinnert an Kirschen. Muss man doch irgendwas mitmachen können, das gibt's doch gar nicht. Hier ist die andere Schlangi. Dann beachten wir die Tierchen einfach mal nicht. Was soll ich denn sonst mit denen machen? Können wir noch irgendwas zersägen? Können wir noch was destillieren? Wenn wir schon mal hier sind. Haben wir noch eine Muschelhalskette? Ach, er kriegt auch eine und beide sind dann voller Energie. Guck mal einer an. Ach, er kann nur Blume oder Kette. Ach so. So ist das also. Ich will aber, dass sie die Kette trägt. So, genau. So. Und dann kriegt der Jepp halt die lila Blumen. So. So ist schön, ne? Und so sind sie auch beide voller Energie, merkwürdigerweise. Hier, die wilden Erbsen, die meinte ich, dass die hart sind. Die wilden Erbsen, die könnte man natürlich noch... Jetzt muss ich ja wieder zurücklatschen. Die könnte man nochmal versuchen hier in der Mühle. Hatte ich das nicht probiert schon? Ich glaube, ich habe das schon ausprobiert. Aber alles, was irgendwie zu hart ist und blablups zerdingst werden muss, dachte ich... Nee. Nee, schade. Ja, ich glaube, das hatte ich auch schon ausprobiert. Können wir denn irgendwas anderes reinwerfen, wo wir schon mal hier sind? Hier... Hier, Kokosnussschale. Möchtest du noch ein bisschen Palmöl machen? Das hat keinen Sinn. Ich habe schon genug Öl. Also, gut, gut. Kein Öl, kein... Der Matsche? Nee, nix. Gut, das klappt alles nicht, dann gehe ich wieder weg. Soll ich mich denn hier lange aufhalten? Ich brauche einen Plan. Ich habe wieder keinen Plan. Kannst du die Krustentiere nicht mal lecker hier... Oh, gekochte Krebse, tatsächlich. Lecker. Lecker. Plus 3. Na. Gut, dann nehmen wir mal die 2 hier und jetzt haben wir die ja lecky gekocht und dann können wir die anbieten an unsere Freunde, weil irgendwie mehr als Essen und Essen können wir anscheinend nicht. So, geht das los hier. Obwohl so ein gekochter Krebs an die Schlange. Könnte man auch nochmal probieren, bevor wir die den Affen geben. Nö, wollen die aber. Nö, dann nicht. So ein gekochter Krebs, wer den ablehnt, der ist auch gar nicht mein Freund. Hier den Vögeln. Wollt ihr einen Krebs? Krebs? Gekochter Krebs? Keiner will meine gekochten Krebse haben. Dann nicht. War da noch was? Ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter. Dafür bin ich anscheinend zu doof. Wo geht's denn hier weiter? Hier und dann... Nee, hier ist doch die Kreuzung. Dann muss ich muss den Hügel hoch, ne? Ich muss den Hügel hoch. So. Hier wollte ich auch nicht hin. Hier.
Ach, hier wollte ich hin. Okay, gut. Jep, du bist dran. Geh mal und schenk der Amber lecker Dingens. Amber, guck doch nicht so traurig, Ambi. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Oh, guck mal. Geht's ihr voll gut jetzt? Und dann kraulen wir dich nochmal, lausen dich. Ja, ein richtiges Wohlfühlprogramm hier. So. Ja. Jetzt haben wir dir wieder was Schönes mitgebracht. Hier muss es doch noch was geben. Ach, haben wir noch so eine Gardine? Ich werde jetzt mal einen Cut machen, weil ich mir hier zu viel rumdümpel, obwohl wir könnten noch mal an den Strand und da überlegen, komm, bevor ich einen Cut mache, sollte ich vielleicht noch mal mir ein bisschen mehr Mühe geben. Mache ich mal etwas, was ich sonst vielleicht nur offline tun würde. Wir tun uns erstmal wieder Und zusammen. Schätzchen? Wir tun uns zusammen. Es dauert nur alles immer so lange hier und zack sind die 20 Minuten um. Deswegen finde ich das so doof. So ganz schnell jetzt. Komm, geh mal hier hoch. Freunde, und dann geht ihr mal runter an den Strand, damit wir uns mal hier um das hier kümmern können. Vielleicht können wir da ja noch was machen und wissen es nur nicht. Vielleicht können wir das mit Wasser befüllen. Das geht schon mal nicht. Mit Honig befüllen geht auch nicht. Mit Blumen, mit Beeren, mit Alkohol, mit Parfüm. Mit Sand. Was wollt ihr? Mit weißer Farbe? Weiße Farbe, weiße Farbe, weiße Farbe. Weiße Farbe auch nicht. Mit grüne Verdunkung. Grüne Farbe auch nicht. Da hänge ich hier nun. Da hänge ich hier nun. Da ist ihr Bötchen. Ich mache einen Cut. Was soll das? Ich mache einen Cut. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich aber einen Plan. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich dann manchmal zwischendurch rausspringe und selber gucke. Aber ich will halt, dass ein bisschen was passiert. Und ja, bei diesen Dingern hier kann man wohl einen Tonabdruck machen. Nun haben wir aber gar keinen Ton mehr. Den muss ich mir nochmal besorgen. Da können wir wohl Tonabdrücke irgendwo wie machen. Was ich mit denen mache, weiß ich noch nicht. Bei dem Affe hier. Bei diesem einen mit den Farben, da weiß ich auch immer noch nicht, wie ich die blaue Farbe machen kann. Aber man kann ihm anscheinend auch was vordudeln. Und dann machen wir das jetzt mal eben. Geht das? Nu? Spiel die Melodie nach, die du gerade gehört hast. Ach was? Was? Nee, das war falsch. Das war falsch. Ah, wie witzig. Jetzt können wir hier. Okay, geht los. Kann ich mal bitte was sehen? Oh. Das nervt, dass ich hier die Dinger nicht sehe, die Finger. Ich hoffe, das war richtig. Ich dachte, das wäre richtig. Ich muss mal rumprobieren. Ich weiß, es war jetzt schon falsch. Man muss es ja direkt richtig machen. Dö, nee, ich muss den direkt nehmen, den Finger nicht.
Aber der könnte es auch sein, die Kombination. Da hänge ich hier und muss es nachdüdeln. Du bist nicht zufrieden, ne? Ich mach's immer falsch, Äffchen anscheinend. Nee. Wie oft will ich es eigentlich noch hören? Ich weiß es doch eigentlich schon, die Melodie. Für mich klingt das so. Aber es sind auch vier Töne. Kapiere ich nicht. Es klappt nicht. Es ist, als ob ich halt die Melodietöne, die er singt, auch gar nicht auf meinem Ding hier habe. Was ist mit dem hier? Das Loch, da kann ich nichts machen. Nee, da kommt das ja raus. Der Ton. Nee. Normalerweise kann ich sowas gut. Dö, 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 dö. Sein Grundton bringt mich halt auch immer raus. Das müsste es doch sein, komm. Und wenn ich mal das anders mache, warte mal, pass mal auf, wenn ich das so mache. Nee. Ich habe so viel jetzt schon ausprobiert, nichts ist richtig. Das hatten wir ja schon. Das kann ja nicht richtig sein, das hatten wir ja schon. Es geht halt so zwei Töne ganz... Nein, du sollst es mitmachen. Och nein! Jetzt bin ich ganz rausgegangen, ich Dovi. Ach komm, ein Versuch noch und dann gebe ich auf hier dann hier, blöder Affe hier mit seiner Tudelmusik. Komm. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Komm mal her. Nee. Also die gehen runter. Muss ich doch mit dem anfangen? Oder nicht? Aber dann klingt es am Anfang doch schon immer falsch. Warum kriege ich das nicht hin? Oh, ich raste aus. Komm. Es ist leicht peinlich, was ich hier mache. Ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Bis dann.